Oh Leute, herzlich willkommen hier im NFT Crypto Games Channel. Es gibt endlich mal wieder ein Video von mir. Heute geht es um die New Eternal Life Debit Card. Das ist eine physische, aber auch virtuelle Kreditkarte in Verbindung mit Kryptowährungen. Ich habe vor circa einem halben jahr das projekt schon mal vorgestellt es steckt auch ein ähm, deutsches team beziehungsweise ja teilweise deutschsprachige ähm, entwickler mitarbeiter mit im team also das team ist auf jeden fall verifiziert das ist am start es sind leute die ernsthaft ähm, ja dieses projekt nach vorne pushen wollen und jetzt auch im bärenmarkt einfach ja ihr projekt weiterentwickeln und ähm, dann natürlich irgendwann auch etwas größer an den Start gehen wollen. Es wird auch ein Metaverse unter anderem entwickelt. Dazu nachher mehr. Also es gibt hier wirklich viele Facetten. Das Projekt ist schon ähm, komplex, um das so zu sagen. Heute soll es ein bisschen um die Karten einfach gehen. Ich möchte euch die noch mal vorstellen. Die Karten. Es gibt die Basic, Advanced, Premium oder Premium und die VIP-Karte. Ähm, da gibt es verschiedene ja Benefits, verschiedene ähm, Dinge, die man auch also required staking, es gibt einen eigenen Coin, den man dann staken kann bzw. muss für die einzelnen Karten. Wir schauen uns das ganze mal an. Was gibt es momentan? Momentan gibt es die virtuelle VIP-Karte, die physische VIP-Karte und die physische VIP Members-Karte hier in der Tabelle. Also ihr seht, momentan ist wirklich nur die VIP-Karte zur Verfügung. Also einmal virtuell, aber auch physisch und die anderen Karten, die wir gerade gesehen haben, also Basic Advanced und Premium, die kommen nach dem ICO, weil der ICO, der läuft noch. Es gibt ja hier auch ein ICO-Dashboard, das zeige ich euch mal ganz kurz. Also ist wie gesagt hier verlinkt auf der Homepage auf der neweternallife.net und wir sind momentan in Stage 4. Also das Ganze läuft schon eine Zeit lang. Geht auch noch weiter. Ihr seht es hier, der Sale läuft noch 132 Tage. Also es ist noch genug Zeit, sich hier ausführlich zu informieren. Hier gibt es auch das White Paper, an das ihr unbedingt dann reinschauen solltet. Ich verlinke euch alles unten im Video. Hier seht ihr auch immer über den ähm, Token Sale die aktuellen Informationen, wie viele Tokens bisher verkauft wurden oder ähm, ja, wie viele schon auf Nutzerseite einfach liegen, wie viele es insgesamt gibt. Und ja, den Token kann man hier dann natürlich auch kaufen. Und warum mache ich das Update-Video? Es hat sich nämlich... So, es haben sich ein paar Kleinigkeiten geändert. Also, es war vorher so ein großer Pluspunkt, dass man hier kein KYC durchführen musste. Also, das ist fast schon ja so ein USP, also Unique Selling Preposition für das die, für die, ähm, Team hier gewesen, für das Produkt, fürs Unternehmen. Aber es ändern sich einfach immer mal wieder äh, Dinge im Kryptobereich und das hat dann auch ja mit der Mika-Verordnung quasi zu tun. Und deshalb gibt es jetzt ähm, leichte Änderungen und es gibt dann einen Soft KYC. Aber jetzt gehen wir zurück zur Tabelle. Ich wollte ja auf die Karten eingehen. Auf die VIP-Visa-Karten. Preis im ICO. Das sind. 2500 ELT für die virtuelle Karte und 5000 oder 11.111 für die physischen, für die physische VIP-Karte oder die physische VIP-Members-Karte. Also, das ist nochmal ähm, was ganz anderes. Und wenn ihr die Karte euch erst später kaufen wollt, also nach dem ICO, dann braucht ihr 50.000 ELT im Staking für die virtuelle VIP Karte auch 50.000 für die physische VIP Karte und für die Members Karte die physische sogar 75.000 ELT. Also es ist so, dass es einfach hier, das ist quasi der unterschiedliche Preis, das heißt jetzt momentan im ICO ist das ja verglichen mit nach dem ICO sehr günstig. Aber wie gesagt, im Staking, man verliert die ja nicht. Die sind ja im Staking und man hat seine Staking Rewards mit 8% genau bei jeder Karte. Cashback 10% in ELT. Perks, also Benefits hier, was ist alles dabei? Disney Plus, Amazon Prime, Spotify, Netflix, also super nice. Die machen natürlich hier Konkurrenz zu vielen anderen Anbietern und wahrscheinlich, ihr kennt es, die Karte von crypto.com, die war ja lange sehr beliebt, aber da sind die ganzen Dinge weggefallen, so wie Spotify, zumindest in den äh, günstigen Kartenversionen. Und ähm, hier kann man jetzt natürlich dann. Wer sowieso solche Dinge hat, kann man dann vielleicht gut hier mitnehmen. Da lohnt sich das einfach persönlich mal durchzurechnen, was gibt man denn aus für solche Dinge und macht es vielleicht Sinn, dann hier zu investieren und dann diese Perks hier einfach mitzunehmen. Ähm, Ihr seht auch, das Ganze ist hier gedeckelt, das heißt es gibt hier Limits maximal am Tag 5000 USD in den beiden Varianten, also in der virtuellen und physischen VIP-Karte, in der Members-Karte geht es dann hoch bis auf 150.000 USD. Es gibt neben dem täglichen Limit auch ein monatliches Limit und dann seht ihr auch, hier sind ähm, Abhebungen an ATMs, also an Geldautomaten nicht möglich mit der virtuellen Karte, klar, wie auch ähm, und mit der physischen Karte kann man. Dann tatsächlich auch an Automaten Geld holen, wir schauen uns auch hier mal die Karte an. Also, so sieht die VIP-Members Karte aus. Das ist ja hier einfach ein äh, Foto. Gibt dann auch eine schicke Verpackung noch dazu. Für euch noch interessant ein paar Details vom Team selbst. Also, warum führt es jetzt gerade zu Änderungen bei den Karten? Ähm, der Kartenherausgeber, der hat einfach die Bank gewechselt, deshalb weil die bisherige Bank keine virtuellen Karten mehr auferlegen konnte. Das hat hier auch mit Regulierung zu tun. Ähm, wie gesagt, jetzt gibt es einen Soft KYC. Vorher war es KYC los, also ohne KYC. Jetzt gibt es einen, einen kurzen abgespeckten Soft KYC. Und ja, das Team schreibt hier auch klar, der Begriff ist negativ besetzt. KYC hört man immer wieder, aber... Ähm, obwohl man KYC machen muss werden keine Daten herausgegeben weil ihr seht es die Kartentransaktionen werden unter dem Namen des Kartenherausgebers und über sein Konto bei der Bank geführt also nicht euer Name, eure Daten, sondern das läuft über den Herausgeber der Karte. Das ist ein kanadischer Kartenherausgeber und er kann nur bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren verpflichtet werden, Auskunft zu geben. Sonst ähm, ja, gibt es da keine Infos über euch. Das heißt, das läuft dann auch relativ anonym. Auch der Kartenherausgeber meldet niemals Transaktionsdaten. In das Wohnsitzland des Nutzers. Das müsste dann wahrscheinlich auch alles in den Vertragsbedingungen stehen, die man ähm, ja dann quasi unterschreibt ähm, virtuell, wenn man hier ähm, solche, ähm, wenn man sich so eine Karte quasi zulegt. Genau. Und hier auf der Website steht es auch nochmal: New Eternal Life ist nicht der Kartenherausgeber, sondern die sind quasi die Marke. Und. Ähm, die bringen die die Karten über ihre Marke hin, heraus. Genau, um, NEL Debit Card available in die EL Wallet, also es gibt natürlich auch eine eigene, also Eternal Life Wallet, es gibt die als App. Und wir können uns das Ganze mal anschauen. Hier auf dem Button seht ihr für iOS und Android, also für die beiden wichtigen Systeme, auf jeden Fall verfügbar. APK-File gibt es hier auch noch. Ähm, wir checken das mal ganz kurz genau hier. Sieht man ein paar Screenshots, also downloadable und schon einsatzbereit. Also das läuft auch schon eine ganze Weile, die einzelnen ähm, Punkte. Des ganzen komplexen New Eternal Life Systems habe ich ja schon in meinem anderen Videoclip vorgestellt, der vor circa einem halben Jahr kam. Auch noch einen kurzen Blick ins White Paper geworfen. Da sehen wir in der Übersicht, dass wirklich einiges geplant ist. Also als eigene Blockchain soll das Ganze konzipiert werden. Die Apps sind ja schon am Start. Das heißt, die eigene Wallet, ein eigenes Metaverse soll kommen. Ähm, wir sehen auch die ganzen Use Cases hier. Mal schnell in der Übersicht, was alles am Start ist. Ein eigener Messenger, E-Mail-Service, Data Transfer Service, Multi-Chain-Wallet, Swapping. Trading, also bot trading, das ist auch ein Bereich, da schauen wir gleich nochmal rein. Staking, also natürlich die ELT Coins, den eigenen Coin, den Eternal Life Coin, den könnt ihr staken und es gibt Liquidity Mining, also, das sind wirklich interessante Optionen. Ähm, schauen wir mal kurz rein, beziehungsweise gehen wir zuerst auf die Seite 10. Ja, ist alles natürlich hier im äh, Text nochmal erklärt. Also der Trading-Bot der ähm, regelt quasi automatisiert über Trading Gewinne in USDT. Was jetzt hier gut aussieht, die versprechen hier nicht diese ähm, die, die unmöglichen Summen. Also man sieht ja dann Trading Board hier macht 10% am Tag oder 100% im Monat oder was auch immer, wo man denkt, ja, genau. Ähm, sowas kann nicht funktionieren. Aber hier sieht es relativ gut aus. Das heißt, vom, beim Low Profit bewegen wir uns bei 1%, im Premium Profitbereich bei 1,7%. Selbst das ist natürlich für einen Bärenmarkt optimistisch, sowas ständig abwerfen zu wollen. Das Ganze ist auch gebunden. Ihr seht es also an ähm, Minimum und Maximum Investments. Das finde ich übrigens auch gut, dass, dass es einfach ja, ein bisschen gedeckelt ist eine Zeit, also eine Laufzeit hat das Ganze dann auch. Und ähm, ja, dann versucht der Trading Bot das quasi so herauszuholen. Das ist kostenlos für die Community. Also wer dabei ist, wer im äh, New Eternal Life Projekt dabei ist, der kann auch den No-Risk Trading Bot dann kostenlos nutzen. Also, so sieht das quasi aus. Das ist ein Screenshot hier aus der App. Das ist dann relativ easy äh, zu machen. Hier gibt es den Invest Now Button. Ähm, dann jeweils die Angabe noch. Ich meine, die Zahlen habe ich euch gerade vorgelesen, aber. Man sieht dann eben auch, wie viele Leute sind denn momentan da drin. Wer macht denn alles mit? 675 hier zum Zeit des Screenshots. Wo liegt dann die die Interest Rate, also die Zinsrate? Genau, aber da muss man sich dann einfach selbst einloggen, selber mit dem Projekt beschäftigen und dann die aktuellen. Zahlen einfach sich anschauen. Hier auch noch ein Screenshot von der eigenen Blockchain bzw. vom Blockchain Explorer. Ihr habt ja vorher schon gesehen an der White Paper Übersicht, dass es ja eine eigene Blockchain gibt und wer ähm, 600 ELT, also 600 Eternal Life Tokens, hält, der kann dann auch am Mining teilnehmen. Also am Mining, wenn, wenn das Projekt dann live geht. Das soll jetzt Ende August, Anfang September live gehen, das Ganze, also die Blockchain. Und momentan läuft das Ganze im Testnet und hier auch Bilder von Nutzern, die das Ganze unterstützt haben, die hier einfach mal das Mining ausprobiert haben. Hier mit ein paar äh, Laptops wurde hier im Testnet gemeint. Hier auch noch ein äh, Screenshot aus dem ganzen Prozess. Und jetzt zeige ich euch noch ein kurzes Video, das euch einen super Überblick gibt, was das Projekt New Eternal Life alles zu bieten hat.